Seite 53 von 80. Lies die ersten beiden Nachrichten und schicke die bewaffnete Sonne Nummer 1 nach Lateda. Ja, die Planeten klingen teilweise wirklich komisch, aber gut, die ersten beiden Nachrichten. Treuer Verteidiger 5 hat alle Befehle ausgeführt. Nächster. Bewaffnete Sonne Nummer 9 hat alle Befehle ausgeführt. Bewaffnete Sonne Nummer 9 nach Late irgendwas schicken, wo auch immer das ist. Late da unten. Lies die nächsten drei Meldungen und lege Waffen als nächstes Forschungsgebiet fest. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass da unten noch mehr Gegner sind und wir deswegen Waffen forschen müssen. Also nächstes. Als nächstes Forschungsbereich. Hier. Waffen. Fertig. Lies die letzte Nachricht und öffne mit F4 den Raumschiffsdesigner. Okay. Lies die letzte Nachricht. Das ist nicht die letzte Nachricht. Okay, wir haben durch den Einsatz von Terraform-Technik auf Wallaby wurde der Umweltfaktor Strahlung auf 91 mR gesenkt. Die Bevölkerung auf Wallaby hat trotzdem noch abgenommen, aber nur um 200. Und wir haben Tech Level 4 in Konstruktion erreicht. Wir setzen unsere Anstrengungen im Bereich Konstruktion fort. Hä? Hatte ich nicht eben gerade Waffen festgelegt? Achso, das haben wir danach ja geändert. Die Nachrichten sind ja alle noch da. Okay. Dein kürzlicher Forschungsdurchbruch auf dem Gebiet Konstruktion hat dir die Errungenschaft des Stargate 100-250 erbracht. So, und jetzt sollen wir den Raumschiffdesigner öffnen mit F4. Guck mal, was für ein schönes Design werden. Wähle Raumstationen und Bauplan kopieren. Wähle die Kategorie orbitale Bauteile im Orbit. Und ziehe einen Stargate 152 über den Orbit oder Elekt Einbauschacht. Da. Nein. Achso. Da. Gib dem neuen Modell den Namen Gator. Gator. Klicke einmal auf den Pfeil nach rechts Button unter dem Bild der Raumstation, damit die Raumstation anders aussieht als die anderen Raumstationen. Unter dem Bild des Raumstations gib dem neuen Modell dein OK und schließ dann den Dialog. Es soll nichts mehr hierauf. Okay. Und schließe dann den Dialog. Fertig. Füge einen Gator in die Produktionsliste von Stovetop ein. Sehr schön. Also allein schon die Tatsache, dass man unsere Raumstation und Schiffe eigens ausrüsten kann, ist für mich ein dickes Plus für das Spiel. Also bei jedem Spiel, wo es das gibt, ist das sofort eine schöne Sache. Also wir sollen den Gator einfügen. Dazu wählen wir Stovetop aus. Ändern und guck mal, wie lange der braucht. Gator. Gator braucht nur ein Jahr. Wir können einen Sprungturm innerhalb von einem Jahr bauen. Stelle ich mir irgendwie ein wenig komplizierter vor. So, und lass eine neue Runde berechnen. Das schaffe ich doch. F9. Lies deine erste Nachricht. Belade Bromi Nummer 1 mit Kolonisten. Du, Fracht, Kolonisten. Okay, schicke ihn nach Wallaby, wo er alle Siedler entladen soll. Hatten wir das nicht schon automatisiert? Achso, ja, haben wir schon zweimal. Und da haben wir es auch einmal eingestellt. So, du, Transport, Kolonisten, alle entladen. Rechtsklick auf den blauen Diamanten und wähle definieren. Welchen Diamanten? Rechtsklicke auf den blauen Diamanten im Waypoint-Auftragfenster, also hier unten. Wähle definieren. Klicke auf importieren. Und in die neue Transportorder Drop Call. Importieren. Ordner umbenennen. Drop Call. Und schließe beide Dialoge mit dem OK. Okay. Ah, alles entladen bei den Kolonisten. Okay. In Zukunft können wir unsere Flotten diesen Auftrag mit deutlich weniger Mausklicks erledigen lassen. Ja, das stimmt. Sehr schön. Shift-Klicke auf Stovetop. Und stelle als Transportauftrag alles verfügbare Entladen ein. So. Alles verfügbare Laden. Ja.
Aktiviere dann die Wiederholung des Auftrags. So, also er fliegt jetzt auch wieder hin und her. Lies deine restlichen Meldungen. Was haben wir da? Wir haben die Strahlung auf Slime erhöht. Wir haben den Gator gebaut. Wir haben die Temperatur erhöht auf minus 116 Grad. Auf welchem Planeten? 90210. Und die Bevölkerung von Wallaby hat abgenommen. Du hast die Raumstation bei Stovetop jetzt zwar ausgerüstet, doch verfügen wir bis jetzt noch nicht über einen zweiten Planeten mit einer Raumstation, die wir als Ziel benutzen können. Öffne den Planetenrapport mit F3. Suche die Erdkons-Spalte, rechtsklicke in sie und sortiere umgekehrt nach Erdkonzentration Durchschnittsgewicht. Nochmal. Suche die Erdkonzentrationsspalte. Wow, kann ich das Fenster hier größer machen? Ja, kann ich. Sehr schön. Noch ein Grund mehr, warum man das auf XP spielen sollte und nicht 3.11. Das Fenster wäre sonst sehr viel Scrollarbeit. Wow, es ist immer noch. Okay, so reicht es. Ja. Also, nee, da ist nichts mehr. Okay, wir suchen Erzkonzentration. Nee, wir suchen die Erzkons-Spalte. Erzkons da. Klicke rein, sortieren nach. Nee, umgekehrt sortieren nach Erzkonzentration. Durchschnittsgewicht. Oxygen, C-Squared, Red Storm und Wallaby haben alle exzellente Erzkonzentrationen. Oxygen, C-Squared, ja, ist alles recht hoch. Aber Wallaby hat die größte Bevölkerung und ist am nächsten an den Planeten der Berserker. Unglücklicherweise hat Wallaby nach wie vor eine negative Wachstumsrate. Wir sollten die dortigen Kolonisten noch ein wenig weitermachen lassen, bevor wir sie einen Gator bauen lassen. Wo ist Wallaby? Da ist Wallaby. Wert minus 6%, Produktion 1%, Terraforming, keine Bergwerke, keine Fabriken, die werden wir wahrscheinlich auch erst bauen müssen, bevor wir den Gator bauen können. Aber ja, gute Werte, die haben alle recht gute Werte, wenn ich das mal so sehe, außer da. Und das Gelbe kann ich fast gar nicht lesen. Das ist ein wenig ärgerlich. Also wenn ich ganz doll meine Augen zukneife und hinschiele, sehe ich dann eine 47. Aber es ist echt unangenehm. Ich muss mal gucken, ob ich die Einstellung irgendwie ändern kann. Lass eine neue Runde berechnen, wenn du soweit bist. Okay, weg. F9. Lies deine erste Nachricht und springe zu Brummi 4. Es ist bei Prune nicht genug Treibstoff verfügbar. Oh, das ist endlich. Brummi 4 kann den nächsten Waypoint nicht erreichen. Deine Flotte wartet auf weiteren Treibstoff. Es werden etwa 53 Milligramm benötigt. Go to. Es sieht ganz so aus, als hätte der neu hinzugefügte Mini-Bergbauschiff bei Prune die Fracht pro Flug über die Treibstoffkapazität des Frachtschiffs hinaus erhöht. Entweder setzen wir für beide Abschnitte von Brummi 4s Flugroute die Geschwindigkeit herab, oder wir transferieren etwas Treibstoff von Baumwollpflücker Nummer 6. Da die Bergbauroboter aber jetzt nicht einfach mehr Erz schürfen. Achso. Da die Bergbauroboter aber jetzt einfach mehr Erz schürfen, als wir pro Flug transportieren können, sollten wir einfach einen weiteren Frachter bauen, der sich mit Brummi 4 zusammenschließen soll. Klick in den Treibstoffbalken im Fenster Andere Flotten hier und ziehe ihn so weit, dass der Brummi 4 über 383 Treibstoff verfügt. Oh weia. Klicke in die Treibstoffbalken im Fenster Andere Flotten. Andere Flotten, andere Flotten. Andere Flotten hier. Und ziehe ihn so weit. Klicke auf den Treibstoffbutton da. Klicke ihn so weit, dass der Brummi 4 über 383 kommt. Das wird da oben abgezogen. 369? 85? Das müsste reichen. Oder lese ich da wieder was falsch? 385. 383. Oh, das war der falsche. Baumwollpflücker Nummer 6. Wir wollten aber Brummi Nummer 4 haben. Also müssen wir rückwärts. Ah, okay. So. Du hast jetzt 392. Das muss doch reichen.
Baumwollflöcke Nummer 4, Brummi Nummer 4 ist ausgewählt. Er hat einen vollen Laderaum mit Erzen und hat inzwischen genug Treibstoff. Klicke in den Treibstoffbalken im Fenster Andere Flotten hier. Haben wir gemacht. Und ziehe ihn so weit, dass der Brummi 4 über 300... Achso, wir sollen genau auf den Wert... Oh weia, da muss ich mal näher an den Bildschirm ranrücken. Also 383, das werde ich doch nie erkennen von hier hinten. 382, 300... Kann ich das mit den Pfeiltasten irgendwie machen? Nee. 382? Nein, 83. Der geht nicht auf den Wert. Fracht? Geht das vielleicht so einfacher? Ja, geht es. Wir bräuchten 383. Okay. Oha. Das war nicht nett. So, erstelle auf Stovetop den Auftrag zum Bau eines neuen Brummis. Stovetop. Ändern. Brummi. Okay. Lies deine nächsten 4 Nachrichten und stelle als nächstes Forschungsgebiet Antriebe ein. Also vor. Temperatur wurde auf minus 112 erhöht. Bevölkerung von Wallaby hat abgenommen. Bevölkerung von Slime hat abgenommen. Und wir sind Technologiestufe 6 in Konstruktion. Also wir hätten jetzt gerne im nächsten Forschungsfeld Antriebe. F5. Nächstes Antriebe. Fertig. Lies deine restlichen Nachrichten und öffne den Raumschiff-Designer. Oh, wieder neues Spielzeug. Sehr schön. Die letzten Nachrichten sind... Wir haben Stropnium erforscht, das war die Rüstung. Konstruktion hat dir den Bauplan von der Fregatte verfügbar gemacht. Von dem Bomber B-17 verfügbar gemacht. Und das war's. B-17 war doch einer aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Na gut. Raumschiff-Designer war F4? Jo. Schau dir die verfügbaren Baupläne an. Da. Wähle die Fregatte aus dem Dropdown-Menü. Da. Und klicke dann auf Bauplan kopieren. Wofür ist das Bauplan kopieren jetzt da? Weil die Teile da dürfen sich doch eigentlich nicht verändern. Ziehe ein Papas Langbein Nummer 7 Treibwerk auf den Triebwerksschacht. Wähle die Minenleger-Kategorie aus dem Dropdown. Minenleger. Und ziehe 3 Minenverteiler 50 auf den allgemeinen Einbauschacht. 1, 2, 3. Nenne das neue Modell Minenleger. Minenleger. Ja, beende das Design mit OK. Beende das Design mit OK und schließe dann den Dialog. Fertig. Da war gerade wieder so ein komischer Sprung drin. Beende das Design mit OK und schließe dann den Dialog. Füge einen Auftrag zum Bau des Minenlegers in die Produktionsliste von Stovetop. Stovetop. Ändern. Minenleger. Okay. Klicke auf das rote Dreieck in der Nähe von Wallaby. Da ist ein rotes Dreieck. Runter, 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 runter. Da ist ein rotes Dreieck. Es ist eine Santa Maria 5. Berserker. Mit Warp 6 auf No Vacancy zufliegt. Okay. Klicke rechts auf Wallaby, wähle den treuen Verteidiger 5. Dann Shift-Klicke auf die feindliche Flotte. Die sollte für dieses Jahr genügen. Also man muss keinen Angriffsauftrag verteilen, die kämpfen automatisch. Was ich noch gerne machen würde, wäre eigentlich die Warp-Geschwindigkeit erhöhen. Aber na gut, lass die Runde berechnen. F9. Lies deine erste Nachricht und sprint zum treuen Verteidiger Nummer 5. Er hat alle Aufgaben erfüllt. Go to. Die Flotte wird im Scanner violett angezeigt. Rosa. Das bedeutet, dass sich eine feindliche Flotte an der gleichen Position aufhält. Das verrät uns auch, dass dein Defender das feindliche Schiff zwar erreicht, aber nicht zerstört hat. Du bekommst später eine Meldung über die Schlacht. Lies erstmal deine nächsten Nachrichten und springe zu Brummi Nummer 7. Schlachten können also über mehrere Runden gehen, also ganze Jahre dauern. Das ist ja interessant. Lies erstmal deine nächste Nachricht und springe dann zu Brummi Nummer 7. Brummi Nummer 7 hat alle Befehle ausgeführt. Go to.
öffne den Planetenreport und lasse den Planeten nach ihrer Bevölkerungsgröße sortieren. Das war F3? Jo. Bevölkerung. Sortieren nach Bevölkerung. Oxygen hat die niedrigste Bevölkerung. Es befindet sich aber bereits ein Frachtschiff auf dem Weg dorthin. C-Squared hat die nächstniedrige Bevölkerung. Ja, 2500. Schließe den Rapport mit der Escape-Taste. Escape. Belade den Brummi Nummer 7 mit Kolonisten und schicke ihn nach C-Squared. Brummi Nummer 7, Kolonisten. Okay. C-Squared war unten. Ne, das war Shaggy Dog. Wo war C-Squared? Weiter rechts? Ne, wenn dann weiter links. No Vacancy, Oxygen, Hacker, Mozart. Bin ich jetzt blind oder ist genau das Fenster drüber? Ach, da unten, C-Squared. Transport. Rechtsklick auf den blauen Diamanten und wähle Drop Colonists. Ah, stimmt, den hatten wir ja festgelegt. Sehr schön. Geht wirklich schneller, wenn man es denn dran denkt. Lies die nächsten beiden Nachrichten und springe zu dem nächsten Brummi. Nächste Nachricht ist, Strahlung wurde auf 90 mR gesenkt und Stovetop-Auftragliste ist leer. Wir würden jetzt gern zu unserem neuen Brummi springen. Welcher ist der neue Brummi? Brummi 7? Nein, Brummi 3? Ja. Springen zu deinem neuen Brummi. Dies ist das Frachtschiff, das wir gebaut haben, damit es sich mit dem Frachter zusammenschließt, dass er von Prune aus pendelt. Wähle den Brummi 4 in der Liste im Fenster Andere Flotten hier und klicke auf Go To. Andere Flotten hier, Brummi 4, Go To. Drücke den Einfügen-Button im Flottenzusammensetzungsfenster. Flottenzusammensetzung da. Einfügen. Brummi? Ups. Flottenzusammensetzung. Kampfplan. Angsthase, Scharfschütze, Max-Verteidigung, nein. Nochmal. Wähle Brummi Nummer 4 in der Liste aus. Klicke auf Go To. Haben wir. Wir sind bei Brummi Nummer 4. Drücke dann Einfügen-Button im Flottenzusammensetzungsfenster. Achso, auf meiner Tastatur vielleicht einfügen? Nö. Sammeln? Alle teilen? Ah, es wird falsch übersetzt. Okay, also nicht einfügen, sondern sammeln heißt das. Markiere die Flotten, die vereinigt werden sollen. Klicke auf den Brummi Nummer 3 im Flottenvereinigungsdialog und drücke dann OK. Okay. Lies deine nächste Nachricht. Das machen wir erst später. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Also bis gleich.